uns hat in dem Spiel ein bisschen die nötige Frische gefehlt. Wir haben ja einige Spiele auch davor gehabt, englische Woche davor. Und deswegen glaube ich, waren wir in den ein oder anderen Momenten nicht genug konsequent und haben gar nicht unverdient verloren, finde ich. Die Süddeutsche Zeitung hat ja geschrieben, Angstgegner Reichertsheim. Würdest du das unterschreiben? Ja, die Bilanz schaut jetzt nicht so gut aus, die letzten Spiele. Aber ich denke, Angstgegner ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich glaube, Angst braucht man vor keinen Gegner haben. Aber wir versuchen es in der Rückrunde besser zu machen, dass wir vielleicht mal wieder einen Punkt oder einen Dreier holen gegen die Reichertsheimer. Der Stromausfall, der hat jetzt keinen Einfluss gehabt auf das Spiel, oder? Weil es waren ja wieder mal zwischendrin die Lichter aus. Davor hast du ja das 1:2 geschossen, wo man gedacht hat, jetzt dreht sich wieder alles, wie es im letzten Spiel auch war. Aber dann hat irgendwas gefehlt und es hat einfach nicht gereicht. Na, ich denke, der Stromausfall, mei, das kann passieren, das ist ja bei uns hier auch in der Altstadt passiert. Das war jetzt kein Grund, würde ich sagen. Also wir haben es selber in der Hand gehabt, aber an dem Tag waren die anderen einfach, muss man sagen, ja, kompakter, vielleicht auch ein Tick aggressiver als wir und haben, wie gesagt, verdient gewonnen. Ich hoffe natürlich, den bringt die 3 Punkte was und ich hoffe dann auch, dass sie es letztendlich schaffen, dass sie in der Liga bleiben. Da müssen sie halt noch den einen oder anderen Punkt holen, aber die spielen ja meistens eine bessere Rückrunde als Hinrunde, das war in den letzten Jahren auch so. Allgemein war eure Hinrunde ja sehr gut und am Ende gab es ja doch noch einen Sieg in Kolbermoor. Was würdest du sagen als Fazit? Ja, also wir sind super zufrieden. Ich meine, die eine Niederlage gegen Reichertsheim, das ist jetzt kein Beinbruch für uns gewesen. Wir haben eine überragende Hinrunde gespielt, mit dem hat keiner von uns gerechnet. Also als Aufsteiger dann 40 Punkte schon zu haben und eigentlich schon gesichert zu sein, dass wenn uns vorher einer gesagt hätte, das hätten wir nie geglaubt und das hätten wir sofort unterschrieben. Ja, also wir sind super froh, dass wir so eine super Hinrunde gespielt haben. Und jetzt schauen wir mal, wie es in der Rückrunde weitergeht dann. Ja. Sehr gutes Stichwort. Nächster Gegner? Ja, Haidhausen. Die haben hier in der Altstadt wirklich ein gutes Spiel gemacht. Das ist zwar 4-0 für uns ausgegangen, das war aber deutlicher, als man meinen möchte. Also die haben wirklich spielerisch sehr gute Mannschaft. Da müsste man wirklich aufpassen. Vor allem jetzt auf dem Kunstrasen bei denen, die sind das natürlich gewohnt. Wir sind das nicht gewohnt, weil wir täglich auf dem Rasen trainieren. Also wird kein leichtes Spiel, aber wir versuchen natürlich auch was in Haidhausen mitzunehmen. Auch wenn wir wissen, dass das schwierig wird. Haben wir ja gesehen, Reichertsheim hat 3-0 verloren in Haidhausen.
Und ja, da müssen wir uns warm anziehen, aber es wird ja kalter am Sonntag. Ich denke, wir sind gut gerüstet. Vor allem bin ich jetzt froh, dass der Chris, der Scheitzner, der Chris wieder dabei ist. Der hat ja auch in Kolbermoor dann sehr gut reingefunden ins Spiel. Der Axthammer Daniel ist auch wieder dabei. Also wir können jeden gebrauchen und wir sind froh, dass wir wieder alle an Bord haben, letztendlich. Auch die Zuschauer braucht es natürlich jetzt am Wochenende, trotz schlechtem Wetter. Aber Kolbermoor war ja auch unglaublich spannend und schön zum Anschauen. Das heißt, es lohnt sich, wieder herzukommen.